Dann nehmen wir am besten ein Seif. Mitten in der Nacht lässt sich gut fliegen. Besonders mit Wärmesicht, dass man selber nicht so leicht zu sehen. Und hat halt den Vorteil, dass man Infanteristen sehr gut sehen kann in der Nacht. Dass die Wärmesicht sehr leicht zu bedienen. Ich gucke mal, wo wir als nächstes zuschlagen. Das sieht doch gut aus. Richtung East Canyon. Checkpoint. Wollen wir mal gucken, was man da machen kann mit dem Flugzeug. Ich habe natürlich wieder, wie gesagt, sehr KD-orientiert, dass wir mit zwei mindestens rausgehen. Da ist was am Ballern. Und da sind wir schon im Visier. Na, jetzt habe ich Flares gezündet, weil ich dachte, wir wären noch getroffen. Na gut, haben wir einmal Flares verschwendet, kostet uns ja nichts. Wir werden auch von Verfolgungsraketen weiter ins Visier genommen. Ich habe fast die Vermutung, uns jagten feindlicher Flieger damit hinterher. Nee, kann nicht sein. So wenig Schaden, wie wir gerade abbekommen haben, das war kein feindlicher Flieger und keine vernünftige Verfolgungsrakete. Da möchte jemand ins Team. Gerne. Jeder ist willkommen. Was greift mich denn da bitte an, dass nur eine Rakete hat? Okay, es ist ein Striker. Das sind vier Raketen. Auf jeden Fall greift uns da was richtig Krasses an. Ja, der TR Striker ist ein Verfolgungsraketenwerfer, der vier einzelne Raketen losschickt. Ist ein bisschen nervig, das Teil. Aber was will man sonst machen, als wegfliegen oder Flares zünden? Und da ich meine Flares aus Versehen schon gezündet hatte, müssen wir wohl erstmal wegfliegen. So, mal gucken, ob ich den Typen direkt finde. Das fände ich nämlich ganz praktisch. Da unten stehen welche. So, erstmal mit dem MG. Das war der Typ mit dem Raketenwerfer. So, da haben wir jemanden. Noch jemanden. Noch jemanden. Jetzt müssen wir mal kurz wegfliegen und uns heilen. Sonst sieht das Ganze ganz übel für uns aus. Da kommt noch was rein von hinten. Ich weiß nicht, was es ist. Und ich habe ganz vergessen, dass ich am Brennen bin. Na gut, ja. War ein kurzer Ausflug. Das passiert. Hätte ich auf meinen Brand geachtet, wäre das Ganze anders gelaufen. Aber wir haben ein paar Kills mitgenommen. Deswegen soll uns das Ganze nicht stören. Wir spawnen einfach bei Wix. Nee, ich spawn lieber bei Technikanlage Mao, denn dort können wir uns Panzer holen. Und dann wechseln wir erstmal auf den Panzer. Da scheint sich auch eine ganz große Panzerfront gerade zu sammeln. So ein kleiner Workrush. Wollen wir mal gucken, dass wir die 5er KD einfach halten. So, jetzt ist die Frage, was möchte ich spielen? Skyguard oder Tank? Ich möchte normalen Anti-Ground-Tank spielen. Vielleicht mal einen etwas größeren Panzer. Wir könnten uns mal einen MacRider kaufen. Das machen wir doch mal. Dann rüste ich den direkt mal ein bisschen aus für die Fahrt. Ich würde sagen, wenn wir da mal fahren, kann ich auch mal gucken, dass ich mir eben ein Peripherie-Upgrade hole, und zwar den MacBurner. Jetzt einmal ausrüsten, bitte. Danke sehr. Wollen wir mal sehen, wie das Ding abgeht. Ja, der MacBurner ist, also jeder Main Battle Tank der Fraktion hat eine spezielle Fähigkeit, und bei den Leuten von Vanu ist es halt der MacBurner. Damit sind sie für, ich glaube, 5 Sekunden extrem agil. Bei den anderen Fraktionen, ich glaube, hier oben ist ziemlich was los. Bei den anderen Fraktionen, zum Beispiel NC, ist es ein Schutzschild für den Kampfpanzer. Und bei den Terranern ist es eine Art Siege Mode wie bei den Terranern in StarCraft. Nur, dass es halt nicht zugunsten der Reichweite geht, sondern zugunsten der Projektilgeschwindigkeit und der Nachladegeschwindigkeit, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall ganz nützlich. Aber der Siege Mode opfert natürlich die Fähigkeit, mobil zu bleiben. Da oben ist immer noch was los. Das heißt, ich will da doch hin. Solange der nicht tot ist, will ich hier hin. So, der hätte mich beinahe von hinten weggeholt. Aber das wusste ich zu verhindern. Der hat mir gerade einen Schuss mit einer Schrotflinte gegeben, wenn ich mich nicht irre. Ich kann es gerade leider nicht sehen. Er ist auf jeden Fall hinüber. Das freut uns. Wir wollen jetzt erstmal zur Panzerstation. Dazu muss ich hier einmal. Doch, ich hätte doch hochgemusst. Okay. Hier einmal runter. Und an den Terminal. Dann hätte ich gerne meinen MacRider mit dem MacBurner. Den habe ich das erste Mal. Das heißt, es wird für mich eine Premiere. So, wir wollen in diese Richtung.
Ja. Ich mache ihn mal an. Okay, es ist ein kleiner Speedboost, aber er wird halt genutzt, um Gegner zu flankieren und ähnliche Aktionen. Man sieht schon, der MacBurner braucht ziemlich lang zum Aufladen. Man kann es reduzieren auf, ich glaube, 10 Sekunden. Fahre ich überhaupt in die richtige Richtung? Ja, tue ich. Hallo, Flugzeug. Ja, man kann es reduzieren auf ca. 10 Sekunden Cooldown. Das macht das Ganze ganz gut. Ich hoffe, dass wir jetzt gleich auf ein paar feindliche Panzerverbände treffen, denn die Kanone vom Mac Rider, die geht ein bisschen ab. Die haut ein bisschen was weg. Ich liebe diesen Speed Boost, auch wenn er nur ganz kurz ist. Es ist was anderes. Ja, man sieht schon, ich habe auf dem Mac Rider noch keine Wärmesicht, sondern nur Nachtsicht. Damals Nachtsicht für alles gekauft, weil Nachtsicht war damals die Wärmesicht von heute. Leider hat sich da ein wenig was geändert. Und die Nachtsicht ist nicht mehr so OP, wie sie mal war. Und ich habe das Gefühl, ich bin in einen Hinterhalt gefahren. Da hinten ist jemand. Den haben wir fast getötet. Der haut auch schon ab. So, da hinten sollten noch irgendwo Gegner sein. Ja, wir belagern das Ding einfach mal. Ich repariere mal ein bisschen. Vielleicht habe ich Glück und jemand schließt sich mir an und steigt in meinen Mac Rider ein, weil er hat noch ein Zweitgeschütz. Mal schauen, wie das läuft. So. Ich sehe keine Feinde. Auf jeden Fall nur recht schwer. Da oben ist einer. Jetzt nicht mehr. Ja, das Problem ist natürlich, wir kämpfen an denen ihrer Kaserne. Und das bringt immer mit sich, dass sich die Gegner verdammt schnell verschanzen. Wir sind im Visier. Ja, man sieht schon Raketenwerfer en masse. Da war jemand. Den hätte ich gerne. Ja, den habe ich aber nicht getroffen. Wir landen nicht mal Hitmarker. Also wir sind ganz gut das Ding am Belagern, aber wir haben keine Chance, irgendwie was effektiv dazu machen. Da ist ein feindlicher Flieger. Ganz knapp. Also wenn man so fliegt wie der da, dann ist man eigentlich leichte Beute für Panzer. Nach ein paar Zielschüssen dürfte das dann Geschichte sein. So, da unten sind immer noch die nervigen Infanteristen, die keinen Bock haben aufzuhören. Gut, ich repariere mal meinen Panzer. Da sitzt auch jemand aus unserem Team gerade in meinem Panzer. Ja, unser Team ist ziemlich groß und fast überall vertreten auf diesem Server. Also, da hat sich mächtig was getan. So, wir landen da nochmal ein paar Treffer vor. Ein Sperrfeuer quasi. So, unser erster Kill. Ah, der ist zu schnell gewesen. Ich repariere nochmal ein bisschen. Irgendwas schießt mich da von hinten ab. Ist er behindert? Jetzt mal im Ernst, ist er behindert, der Typ? Was soll denn das? Wieso schießt er mich ab? Ich verstehe nicht, wieso er meinen Panzer auseinander nimmt. Ne, das sind so Leute, die sind für einen Report. Echt, die sind einfach nur für einen Report. Gut, ich spawn mal als Light. Seh noch zu, dass ich den Typen reporte, weil das geht überhaupt nicht. Ja, Belästigung. Das kommt ihnen noch am ehesten. Gut, da oben sind feindliche Flieger. Vielleicht hätte ich meinen Heavy nehmen sollen für einen Verfolgungsraketenwerfer. Aber ich will mich hier erstmal um feindliche Infanteristen kümmern, die ich hier eigentlich gar nicht sehen kann. Es ist zu dunkel. Und da war ein feindlicher Infanterist, den habe ich gehört. Da war ein feindlicher Infanterist von der Sorte Spion. Ach, ich habe doch ein Jetpack. Was mache ich hier? Oh, schnell weg. Der kommt uns nicht nach. Ist der tot? Nein. Gut, aber hier oben sollte immer noch irgendwo ein anderer Spion sein. Den habe ich auf jeden Fall von den Geräuschen her gehört. Mal sehen, ob ich ihn finde. Sieht aber derzeit nicht danach aus.
Gut, das heißt, ich gehe mal wieder auf die Stellung hier. Die Hügel sind gerade ganz gut, denn wir haben gesehen, die Leute gehen oft aufs Dach, um Raketenwerfer auf die umliegenden Panzer zu schießen. Das heißt, wir gehen jetzt aufs Dach und fangen die Leute vom Dach runter ab. Also auf den Hügel hier, nicht aufs Dach. Setzt natürlich voraus, dass ich die Leute sehe, und das ist gerade ziemlich schwer. Obwohl, ich sehe gerade, wir haben die Einrichtung jetzt gleich schon. Da war aber jemand, der wieder aufs Dach wollte. So, wollen wir mal hier drauf gehen. Ja, 8 Sekunden, das tue ich mir dann doch an. Sie sind in einem Sperrgebiet. Wir haben die Einrichtung erobert. Mal sehen, ob hier einer rauskommt. Jupp. Der ist in den Tod gesprungen. Deswegen haben wir den Kill bekommen. Habe ich schon gedacht, dass einer oben rausgeht zur Rettung. Gut, wir haben kein C4, scheiße. Ja, wir jagen dem hinterher. Der hat uns gar nicht gemerkt, der Typ. Das ist nicht schlecht. Da oben ist ein feindlicher Galaxy. Gut, wir haben unser Ziel eingenommen. Wobei, die sind schon wieder am A-Punkt und cappen. Das heißt, wir gehen erstmal zum A-Punkt. Holy Wacamole, da war ein Gegner. Ja, das Problem ist, ich habe die Gegner einfach nicht gesehen. Es ist zu dunkel. Das ist so eine typische Nachtoperation, wo man sich zwangsmäßig ein bestimmtes Visier kaufen muss. Und zwar das HSNV, glaube ich, Visier. Das müsste es jedenfalls sein. Und mit dem haben wir halt die Möglichkeit, in der Nacht noch die Feinde sehr gut zu erkennen. Hochkontrastvisier ist sehr praktisch.